Schön, dass du da bist, Werner. Ich will dir hier nämlich ein paar Leute vorstellen. Unseren Boni. Ein österreichischer Jude. Aus München abgehauen auf den letzten Drücker. Ist Amerikaner geworden, wurde eingezogen und ist jetzt wieder hier, um euch die Hölle heiß zu machen. Dann ist da oben nochmal jemand, den du vielleicht sogar kennst. Wachmeister Trausnick. Schon mal gehört? Jeder in der Schweizer Armee weiß, wer Wachmeister Trausnick ist. Warum Wachmeister Trausnick unter den Schweizer Soldaten so berühmt ist, hat einen einfachen Grund. Als Angehörige der Armee brachte er mindestens drei seiner besten Kameraden komplett um den Verstand. Nicht nur durch sein auffälliges Verhalten, der Haarpracht und seiner unscheinbaren Körpergröße, sondern auch wegen seines hypnotischen Gesangs. Nach seiner Ablehnung bei Dieter Bohlens DSDS neigte Wachmeister Trausnick dazu, weitere Balladen für die Festungsartillerie zu komponieren. Dies hatte zur Folge, dass alle Soldaten in seiner Umgebung ungebührliche Verhaltensmuster an den Tag legten und zu unnötigen Gewaltausbrüchen neigten. Ich bin Schweizer. Ursprünglich Schweizer.